Hallo, ich bin David Müller und heute will ich euch einen Überblick über meine Live-Session geben. In meiner Bachelor-Thesis habe ich mit der Band Lunatic Spirit eine kleine Live-Session in der Hochschule Offenburg produziert. Da mich selbst Nerd-Facts wie zum Beispiel die Wahl der Mikrofone interessieren, habe ich mir gedacht, mach doch ein kleines Tutorial für alle die, die solche Dinge auch interessant finden. Beim Bass habe ich ein AKG D112 verwendet. Parallel hatte ich noch eine DI-Box, die das cleane Basssignal aufgenommen hat. Aber beim Mix habe ich mich dazu entschieden, nur das Mikrofonsignal zu verwenden. Es ist aber trotzdem praktisch, immer ein cleanes Basssignal in der Hinterhand zu haben, falls irgendetwas schief läuft. Das Mikrofon habe ich ungefähr so zum Lautsprecher positioniert. Bei der Gitarre habe ich zwei Mikrofone verwendet. Ein Shure SM57 und ein Sennheiser MD421. Die Mikrofone habe ich ungefähr so positioniert. Wenn man zwei Mikrofone bei der Abnahme einer Gitarrenbox verwendet, ist es wichtig, auf die Phase zu achten. Man sollte die beiden Membrane ungefähr gleich weit von der Schallquelle entfernt positionieren. Da das schon sehr alte Sennheiser MD421 keine Klemme mehr hat, musste ich es an das SM57 ankleben. Beim Gesang habe ich zwei Shure SM7B verwendet. Das Mikrofon eignet sich sehr gut für alle Arten von Rockmusik. Ich würde es im Nachhinein aber anders positionieren, da ich sehr viel Snare-Anteil in meinem Gesangssignal hatte. Beim Schlagzeug habe ich für die Overheads vier Neumann KM184 verwendet. Eins für das Hi-Hat, eins für das China, das ganz rechts war, und die zwei letzten für den Rest der Becken. Für das TomTom habe ich ein Sennheiser E604 verwendet, für die tiefere Stand-Tom ein Shure Beta 52A. Die Snare habe ich von oben und von unten mikrofoniert, und zwar mit zwei Shure SM57. Die letzten beiden Mikrofone waren für die Bassdrum. Ein Shure Beta 91A hatte ich in der Bassdrum liegen und ein Shure Beta 52 habe ich im Resonanzloch platziert. Das war's schon. Insgesamt hatte ich nur 16 Channel und konnte damit sehr gut arbeiten. Hier nochmal alle Mikrofone im Überblick und ich hoffe, ich konnte dir helfen.